was es mit dieser vermeintlich sehr komischen Bewegung auf sich hat, warum ihr damit eure Beinrückseite kräftigt und mobilisiert, gleichzeitig ein bisschen mehr Kraft und Stabilität in eure Handgelenke und in eure Schultergelenke bringt und auch die Oberflächenrücklinie auf Länge bringt. Das zeige ich euch gleich nach dem Trailer. Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barko und im heutigen Video zeige ich euch den sogenannten Bear Walk, also den Bärengang aus dem Bereich Animal Moves. Das ist ein Part meines mybodymind Konzepts aus dem Bereich Body und hier aus dem Bereich natürliche Bewegungsform. Wir haben hier eine Bewegung, die im Kraftausdauerbereich zu verorten ist, weil wir da sowohl Kraftstabilität im Körper brauchen. Wenn wir die über einen gewissen Zeitpunkt ausführen, dann ist das allerdings auch sehr anstrengend für die Ausdauer. Das geht ganz ordentlich auf die Pumpe, wie eigentlich alle Animal Moves. Die kann man richtig schön miteinander kombinieren. Ich bin ein riesen Fan davon und werde auch in Zukunft häufiger Videos zum Thema Animal Moves machen und auch hier auf dem Kanal präsentieren. Im Teaser habe ich schon gesagt, okay, diese Animal Walks sind für den gesamten Körper ganz gut. Also das ist de facto eine Ganzkörperübung. Aber bei dem Bear Walk haben wir einige Spezifika, die ich jetzt hier nochmal erläutern möchte. Fangen wir an mit dem ersten. Für Bear Walks, das ist glaube ich selbsterklärend, dass wenn wir nicht auf den Füßen laufen, sondern auch noch die Hände mit zur Unterstützung nehmen, brauchen wir Kraft in den Handgelenken. Das war ein riesiges Problem von mir, da habe ich 15 Jahre lang zu kämpfen gehabt und bin inzwischen jetzt auch an dem Level, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Hände, meine Handgelenke wieder vernünftig belasten. Heißt, ihr solltet da so eine gewisse Grundbelastung reinkriegen. Ihr könnt Bear Walks aber auch nicht nur auf den Handflächen, sondern auf den Fingerkuppen machen und dadurch wird das Ganze dann etwas entlastender für die Handgelenke, für alle, die damit Probleme haben. Gleichzeitig stärken wir unsere Schulterbeweglichkeit, weil wenn wir den Bear Walk machen, dann versuchen wir die Schulter so weit wie möglich aus dem Schultergelenk rauszupressen und gleichzeitig in der Endposition Druck darauf zu bekommen. Denn wir werden dadurch, dass wir uns nach vorne bewegen, werden wir immer wieder so ein bisschen nach hinten gedrückt, haben deswegen hier die Elevation und die Depression der Schulter mit drin und versuchen uns hier in diesem Bereich stark und stabil zu machen. Darüber hinaus ist dann Thema Nummer 2. Unsere Beinrückseite wird explizit gedehnt. Ihr kennt das wahrscheinlich irgendwo aus dem Bereich Yoga. Also wenn ihr so nach unten geht und euch jetzt hier dehnt, dann geht ihr in eine passive Dehnung. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, warum das passive Dehnen aus meiner Sicht für die Beinrückseite nicht unbedingt die optimale Möglichkeit ist. Das werde ich euch hier nochmal einblenden, wenn euch das Thema interessiert. Ihr seid jetzt hier aber in dem Bereich dynamische Bewegung. Heißt, ihr habt da sowohl eine Dehnung, einen Active Stretch, wenn ihr es so möchtet, und gleichzeitig noch mit einer Bewegung, also einer Kraft kombiniert, sodass euer Körper am Ende merkt, okay, das ist ein Bewegungsradius, den ich zulasse und den ich auch muskulär absichere. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn nur wenn der Endradius einer Position muskulär abgesichert wird, dann seid ihr da safe, dann wird euer Körper auch sich am Ende merken, das ist eine sichere Position und wird diesen Bewegungsradius freigeben. Und zu guter Letzt, das ist so ein bisschen artverwandt, ist es so, dass diese Bear Walks die Oberflächenrückenlinie mit auf Länge bringen. Das Ganze werde ich euch hier nochmal anhand eines Skeletts zeigen. Die Oberflächenrücklinie ist eine myofasziale Kette, die auf der Rückseite unseres Körpers verläuft. Und die beginnt hier unten an den Hacken, läuft über die Waden und die Beinrückseite und geht dann über die komplette Wirbelsäule, sprich Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule bis hoch unter die Schädeldecke. Und gerade im unteren Bereich sind wir oft sehr verkürzt. Warum das Ganze? Naja, wenn wir in dieser sitzenden Position sind, dann ist diese Zuglinie nicht auf Spannung gebracht. Die wäre so auf Spannung gebracht und die wäre so auf Spannung gebracht. Und das führt dazu, dass wir häufig zu viel Spannung hier haben und uns das biomechanisch einfach in Probleme zieht. Sprich, wir können dadurch ein Hohlkreuz bekommen oder auch am Ende Probleme mit der Brustwirbelsäule, sogar Probleme im Nackenbereich. Und deswegen ist es wichtig, sich auch auf die Oberflächenrücklinie zu konzentrieren. Wenn euch das ganze Thema interessiert und ihr sagt, okay, ich bin da steif, ich komme vielleicht hier gar nicht so richtig weit runter, habe vielleicht Nacken- oder Schulterschmerzen, dann guckt euch gerne meine Videos an, aber ihr könnt natürlich auch gerne bei mir in Wolfenbüttel vorbeikommen. Ich mache eine Körperhaltungsanalyse von Kopf bis Fuß bei euch und gucke euch an. Wir werden danach auf eure Fehler eingehen und dann werden wir am Ende gucken, ob wir mit euren Schmerzthematiken bzw. mit euren körperlichen Disbalancen klarkommen.
Aber jetzt geht es weiter. Genug der Theorie zum Thema Beerwalks. Viel Spaß dabei. So, genug geschnabbelt. Jetzt geht es auch mal ein bisschen in die Praxis. Eine Sache sei vorweg gesagt, wenn du jetzt sagst, ey, ich bin tierisch unbeweglich auf der Körperrückseite. Ich komme vielleicht gerade mal irgendwo mit den Händen zum Knien. Wie soll ich denn dann am Ende diesen Beerwalk schön und filigran ausführen? Kein Thema. Du kannst die Progression steigern, indem du einfach den Winkel zwischen Oberschenkel und Bauch erhöhst. Werde ich gleich nochmal darauf eingehen, aber bitte keine Angst. Das ist auf jeden Fall kein Grund, die Beerwalks nicht auszuführen. So, wir starten mal. Ich bin inzwischen einigermaßen beweglich. War im Übrigen auch ein ganz großes Steckenpferd bei mir. Habe ich viel zu gemacht. Inzwischen 15 Übungen, die ich da jeden Morgen performe und deswegen komme ich hier relativ weit. Wir beginnen erstmal die Handflächen auf den Boden zu legen und robben uns so ein bisschen nach vorne, bis wir in einer Position sind, wo wir sagen, naja, das ist recht angenehm und von hier aus starten wir jetzt. Fangen wir an mit dem linken Fuß, den bewegen wir nach vorne und gehen dann zum rechten Arm bzw. der rechten Hand über und bewegen die danach parallel nach vorne. Nun zieht der rechte Fuß nach und anschließend kommt die linke Hand. Wir machen mit der rechten Hand weiter, der linke Fuß, linke Hand, rechter Fuß, rechte Hand, linker Fuß und so gehen wir nun vor und können so auch wieder zurückgehen. So, das Ganze ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, heißt, wir können noch ein bisschen spielen. Ne? Das ist eine natürliche, dynamische Bewegung. Da kann man insgesamt gucken, einfach was man macht. Man kann hier den Abstand relativ kurz halten. So, man kann aber auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin da nicht so gut, den Abstand vergrößern. Wir können hier vorwärts und rückwärts gehen. Wir können die Schrittlänge erhöhen. Wir können am Ende sagen, dass wir so ein bisschen mehr mit der Hüfte spielen. Also, dass wir sagen, wir machen diesen hier, knicken uns vielleicht auch so ein bisschen ein und spielen ein bisschen mehr mit dem Poppes, gehen da vielleicht ein bisschen hoch und runter. Oder wir führen das Ganze beispielsweise auch einfach seitwärts aus, dass wir sagen, wir gehen hier von links nach rechts, zack, zack, zack. Oder zur anderen Seite, können das hier dynamisch machen und hier auch so ein bisschen einfach mit rumspielen. Und ich merke jetzt schon, das geht richtig ordentlich auf die Pumpe. Und das macht Spaß und wird euch im Endeffekt helfen, beweglicher, kräftiger und hoffentlich am Ende auch schmerzfrei zu werden. Das Schöne an dieser Übung ist, wie ich finde, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Probiert das aus, macht das in eurer Progression, wenn ihr das anstrengender haben wollt. Verringert einfach den Radius von Handflächen zu den Füßen. Ihr könnt da quasi einfach so ein bisschen spielerisch vorgehen. Bei diesen Animal Moves gibt es jetzt kein Konzept, was sehr geradlinig ist, sondern das ist gerade dazu gemacht, um zu sagen, ich spiele mal, ich bin mal ein bisschen kreativ und nicht einfach nur, ich presse meine Bewegung, ein bestimmtes Bewegungsmuster und genauso muss das sein. Von daher probiert euch da einfach mal ein bisschen aus. Wenn ihr noch weitere Tipps und Ideen habt, schreibt mir das bitte gerne in den Kommentaren. Wenn ihr Videos zum Thema Natural Movement interessant findet, guckt doch gerne auch bei mir bei Instagram und bei Facebook vorbei. Da poste ich jeden Dienstag und jeden Donnerstag kleine Videos und da ist schon einiges aus dem Thema Natural Movement da. Weil ich selbst viel im Wald unterwegs bin und auch einfach viel gerade ausprobiere, macht Tiere Spaß. Und wenn ihr kleine Bewegungsmuster am Ende in große Bewegungsformen integriert, ist das Ganze nicht nur sehr spaßhaft, sondern euer Körper lernt auch, dass er diese Bewegungsformen braucht und wird am Ende deutlich besser, sprich stabiler, kräftiger, mobiler. Und das ist doch, was wir am Ende wollen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe aber Schmerzen, ich kann das nicht machen, weil ich Schulterschmerzen habe. Ich kann das nicht machen, weil meine Handgelenke sind wie Glasknochen. Meine Knie tun weh, ich habe Rückenschmerzen etc. Kein Problem, dafür bin ich da. Kommt wie gesagt gerne zu mir. Ich mache eine Ganzkörperanalyse bei euch und wir checken euch durch. Ihr könnt mich natürlich auch im Vorfeld gerne kontaktieren, wenn ihr sagt, ja, ich weiß nicht, ist das überhaupt das Richtige? Passen wir da zusammen? Einfach mir eine Mail schreiben, beziehungsweise auf meiner Homepage mal stöbern, mybodymind.de, da findet ihr alle Informationen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert und bitte auch die Glocke aktiviert, denn nur so werdet ihr über neue Videos benachrichtigt und zwei meiner weiteren Videos anguckt. Ich bin raus, haut rein und bleibt geschmeidig. Ciao.